Welche Rolle spielt das Ehrenamt im Bevölkerungsschutz? Das Ehrenamt im Bevölkerungsschutz in Deutschland ist die tragende Säule des Hilfeleistungssystems. Wir haben ca. 1,7 Millionen ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die in den Hilfsorganisationen des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariter-Bundes, des Malteser Hilfsdienstes und auch der Johanniter-Unfallhilfe tätig sind, aber auch im Deutschen Feuerwehrverband, beim THW, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft und auch bei den Regieeinheiten auf kommunaler Ebene. Mitmachen im Bevölkerungsschutz heißt dabei sein, Verantwortung übernehmen, sich ausbilden lassen und für andere in Not da zu sein, seine Freizeit entsprechend zu gestalten. Wie fördert das BBK das Ehrenamt? Dieses ehrenamtliche Engagement im Bevölkerungsschutz bedarf einer besonderen Anerkennung und Wertschätzung. Das kann natürlich am besten vor Ort geleistet werden, in Bürgernähe, wo das Ehrenamt direkt sichtbar ist. Aber auch der Bund und auch das BBK haben sich auf die Fahne geschrieben, dieses Ehrenamt in besonderer Weise zu unterstützen. Dies geschieht auf vielfältige Weise. Wir vergeben Forschungsvorhaben und Studien, um Erkenntnisse zu gewinnen zum Thema demografischer Wandel und Förderung des Ehrenamtes in Richtung Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit. Aber auch verschiedene Zielgruppen anzusprechen, sei es nicht nur Jugendliche, sondern auch Senioren, die durchaus unterstützen könnten, Frauen, die vielleicht verstärkt vertreten sein können und auch Menschen mit Migrationshintergrund für das Ehrenamt gewinnen zu können. Darüber hinaus ist das BBK auch die Geschäftsstelle des Förderpreises des BMIs mit dem Thema Helfende Hand. Was ist der Förderpreis Helfende Hand? Der BMI-Förderpreis Helfende Hand ist ein Alleinstellungsmerkmal zur Anerkennung und Wertschätzung des Ehrenamtes im Bevölkerungsschutz auf Bundesebene. Besonders ausgezeichnet werden besondere Ideen und Konzepte der Ehrenamtlichen in ihren Hilfsorganisationen, in Freiwilligen Feuerwehren und auch des THW. Dabei geht es nicht darum, einen großen Geldbetrag zu verleihen, sondern es geht darum, dass die Öffentlichkeit sieht, wie viel die Ehrenamtlichen leisten, wie das Engagement auf verschiedenen Ebenen dargestellt werden kann und welche Ideen auch die Ehrenamtlichen zu Trage bringen, um Nachwuchs gewinnen zu können, um Nachhaltigkeit im Ehrenamt für die Zukunft leisten zu können. Auch dieses Jahr können sich noch bis zum 31.07. auf den Preis der Helfenden Hand bewerben. Die Details dazu finden Sie auf unserer Website. Gehen Sie dorthin, erkundigen Sie sich, machen Sie mit. Ich lade Sie dazu ein. Ich freue mich auf Ihre Teilnahme und wünsche Ihnen viel Erfolg dabei.